Jo, hallo und herzlich willkommen zu Teil 8 von Resident Evil 8, nein, von Resident Evil Village People. Mario ist auch wieder da, eh klar. Ja, im letzten Teil haben wir halt eben das Schloss hinter uns gebracht. Wir haben den Endkampf gehabt mit der Lady Dimitri, / Dimitrescu. Wir haben durch den Duke erfahren, von wegen das, was wir zum Schluss bekommen haben, dass wir den Kopf unserer Tochter gefunden haben, oder ich würde mal sagen, eines Probanden. Keine Ahnung, er hat gesagt, das ist die Rose, aber ich weiß nicht, ob wir ihm glauben. Ja, also hätte er eigentlich im Vorfeld machen können, dass er vorher den Trecker mal runterrubbelt, aber halt eben, wir haben erfahren, dass das Teil, was wir da jetzt da gekriegt haben, das da halt eben, dass das jetzt der Kopf sein soll von unserer Tochter. Können wir eh nochmal reinschauen. Specimen OX oder OK, eins von den zwei. ja, aber halt eben ihre Seele sollte noch intakt sein, nur halt eben, das ist der Körper. Also man der kann Kopf sie halt zusammensetzen eben. Anscheinend wieder. Wahrscheinlich, ja, und kannst du noch sagen, von wegen deiner Theorie oder... Die jetzt da mit dem Sohn... Genau, du? Ja. Ja, na, ich habe nur gesagt, das wäre echt cool, weil dadurch, dass jetzt der Eve da steht, das ist ja eine Anspielung an Resident Evil 7, ich habe gesagt, der Sohn damals von den Bakers ist ja entkommen und ich fände es cool, wenn eine Cameo wäre oder wenn wir ein Schriftstück finden, auf dem sein Name erwähnt wird, einfach, dass da nochmal ja, gezeigt wird, wo der jetzt gerade ist, was der gerade macht, weil der wurde als einziger ja nicht geschnappt. Genau, oder halt eben um die Ecke gebracht. Genau, also wenn da eine Cameo kommen würde, fände ich das sehr cool. Ja. So, das können wir das eigentlich so auch machen. Das geht so auch sehr perfekt. Schön. Ja, und jetzt sind wir halt eben wieder im Village und... Statue. Genau, ja, Statue. Ja, ja, das müssen wir unbedingt machen. Ein lieber Kommentar, aber, hat uns ja gesagt, dass wir da was übersehen. Genau, ich haben. Weiß jetzt nicht mehr den kompletten Namen. Es war ein Stefan. Der, ja, hat, der hat uns geschrieben gehabt von wegen, hey, ja, wir haben im Teil 2 haben wir was übersehen, was, wo dir was aufgefallen ist. Und ich habe es dann dreimal mal anschauen müssen, bis ich es gesehen habe. Jetzt, da ja, oben glitzert was. Also danke dafür, wir hätten uns war das voll nicht aufgefallen. Ist sehr spät, weiß ich eh, aber trotzdem. Also falls du noch zuschauen solltest, danke dafür. Gut. Wir sind zu dem Haus mit dem roten Schornstein, hat es geheißen. Der war da. Aber wir haben ja diesen Schlüssel bekommen, mit dem wir jetzt ein paar Sachen aufstellen könnten. Der geschmiedete oder schmiedenfarbige. Mhm. Nein, geschmiedete. Ehrlich gesagt, schauen wir mal kurz. Da ist was mit einem Dietrich. Wir haben aber keinen Dietrich mehr, gell? Nein, zurzeit nicht. Nö. Wieso ist eigentlich da wieder alles durcheinander? Ah, das Fleisch haben wir nicht verkauft. Nein, wir haben gesagt, wir behalten es uns derweil noch. Haben wir gesagt, wir behalten es? Ich habe gesagt, wir behalten es noch. Okay. Wieso ist eigentlich da drüben was? Ah, dass wir es weghauen vielleicht. Gut, also Dietrich Haus bringt uns nichts. Da ist das, da ist das, da ist verschlossen mit Vorhängeschloss. Da haben wir auch nochmal einen Dietrich. Da sind wir nicht mehr hingekommen. Das war ganz am Anfang, die zwei Gebäude. Das war, glaube ich, das allererste. Genau, da sind wir dann nicht mehr hingekommen, weil eben verschlossen war. Ja. Entschuldigung. Aber jetzt mit dem Schlüssel sollten wir das dann eigentlich... Das da. Das können wir auf jeden Fall aufmachen. Das können wir auch aufmachen. Genau. Und oben bei dem Friedhof war nichts, oder? Da war Speicherpunkt. 6 geflügelter Embryo, okay, den können wir noch nicht weiter. Was immer da ist. Ich glaube, das sollen Barrieren sein oder was. Von da sind wir gekommen. Gut, ich muss mir überhaupt einmal da ein bisschen... Ja. Okay, das ist... Das ist auch so ein geflügeltes... 4, Schlüssel mit 4. Nein, das ist 4 geflügelter Schlüssel und das ist 4 geflügelter Embryo. Hm. Damit sich ja jeder auskennt. Gut. Pass auf, ist wurscht, ich schau trotzdem nochmal da rein. Einfach nur, ob... Na, haben wir da nicht eh? Nee, das war das nicht. Wo wir den allerersten Kristall gefunden haben, das habe ich jetzt noch gemeint. Den haben wir am Friedhof gefunden gehabt. Ja, das war in dieser... In der Krypta oder... Na, wie Kapelle ist oder... Kapelle, danke. Kapelle. Gut, okay, erst und das heißt hierdurch. Nö.
Ja, dann. Da. Genau. Ich warte nur drauf, dass wieder die Werwölfe da sind. Entschuldigung, ich muss da ein paar Mal auf Steam drücken. Naja, warte mal, da kommen wir auch nicht durch. Das ist auch nicht da, wo wir durchgehen sollen. Da ist der Wagen. Da ist ein Wagen. Harry, fahr den Wagen vor. Das heißt, wir müssen zu dem roten... Nein. Das wär's. Da kommen wir auch nicht dran vorbei. Dann verstehe ich aber nicht, warum das als Durchgang angeschrieben steht. Was ja, oder was war das? Da ist eine Sau. Oh. Das ist alles von der anderen Seite. Na, warte mal, da. Ja, von der anderen Seite verschlossen. Da waren wir aber auch noch nicht drinnen. Das ist. Okay. Das hört sich aber groß an. Es hat wie Stapfen. Dann war das da drinnen, oder was? Aber. Wenn es grau ist, war man noch nicht drinnen. Also ich würde mal reinschauen. Webstuhl. Mhm. Ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn ich schleich. Ich habe aus dem Haus mit dem Schornstein einen Schrei gehört. Ich wollte nachsehen, aber der Weg ist verschüttet. Also muss ich wohl den langen Weg außenrum nehmen. Wer hätte gedacht, dass das Loch in der Rückwand des Stalls mal nützlich wäre. Wenn ich bis morgen nicht zurück bin, gehe ich schon mal allein zu Lutzer. Lutzi. Vater. Lutzi. Ja, Vater. Ah, gekommen, Alter. Wie viele Dietriche brauchen wir da noch? Drei mittlerweile. Wieder Abfluss, mehr nicht. Ein Webstuhl ohne Sinn und Verstand, sehr schön. Geschnitztes Tier. Nix. Ich kann's nicht. Aber die Außenareale sind schöner animiert als drinnen. Mhm. Ist mir jetzt gerade aufgefallen. Gut, also das soll, nehme ich mal an, der Stall sein. Vielleicht ist mal was drinnen. Also nicht das, was man hofft vorzufinden, sondern ich meine irgendein Ding halt eben. Ein Goodie. Ja, ein Schatz. Okay, jetzt können wir da die Tür mal entriegeln. Und bevor wir weitergehen, noch schauen, ob im Haus noch was war. Also kurz auf der Karte schon. Naja, der Dietrich. Dadurch. Okay. Ah ja, den habe ich schon mal gesehen.
Ja, aber zwei Schuss mit dem ist auch nicht gerade lustig. Ja, du hast jetzt abgegradet, das sollte jetzt besser gehen. Nein, das nicht. Also die Ding, ja. Die Feuerwaffe, Lemmy und die Schrotflinte. Die Lemmy, genau. Lemmy hat sie ja geheißen. Naja, du hast was gefunden. Da liegt doch einer. Da fehlt wohl was. Ja. Kann man das... Nee, das ist auch wieder nichts. Da waren wir, glaube ich, hier schon mal. Wo sind wir jetzt hier? Ah, sehr schön. Sind wir in dem Teil, wo wir ganz am Anfang waren. Ja, aber wir haben noch immer keinen Dietrich. Das Nein, das nicht, aber wir können schauen, ob da noch irgendwas jetzt... Tada! Kurbel. Von der anderen Seite verschlossen, wir sind durchs Fenster gekupft. Kann sein. Nicht das Haus mit roten Schuhen stand. Nein, ist wieder was Neues. Oh, Entschuldigung. Encore. Bitte. Dunkel. Ah, das ist der Typ mit dem Bohrer. Look out the window. Und dann sollte man es gerade nicht machen. Look into the hypnotic eye. Okay, da ist eine Krähe dagegen geflogen. Oder ein paar. 04. Ja. Bleib stehen, Herr Sweet, dieser Schieß. Das hat wirklich mehrmals daneben geschossen gerade. Da ist 08, 04, 07. Kommt drauf an, wenn du dich gerade hinstellst, dann müsste es 748 sein. Das heißt, wenn wir nachher einen Code irgendwo eingeben müssen, 748. Ah, warte mal. Also 0... falsche Dinge. 07, 04. Es ist schön, dass man nicht urweit rennen muss, bis das wieder wichtig wird. Yay! Eine Pistole. Ja. Nachdem wir die andere abgegradet hatten. Ja, warte mal, es kommt drauf an, was für eine das ist. Vollautomatische Pistole. Vollautomatische, ja, aber so 9 mm. Kann Dauerfeuer abgeben. Ist aber halt eben wirklich eine Verarsche, weißt du? Ja, ich tu's dafür noch nicht ausrüsten. Okay, haben wir da alles? Nope. Ja. Ah, das Wagenheber-Ding, okay. Jetzt haben wir alles. Passt. Ja.
Wie hält der noch aus? Na, endlich einmal einen mit einem Schuss erwischt. Hm. Aber der erste hat. Ja. Ja, und hinten liegt jetzt noch einer. Also den haben wir jetzt zusammengefetzt. Das muss ich mal holen. Oh, Kristallschädel, warum nicht? Ja, sowas würde ich nicht gern durchgehen wollen. Ich auch nicht. Sehe ich so blöd aus. Geflügel. Hä? Was? Es ist auf der anderen Seite das Geflügel. Und ich nehme mal an, wir kommen dann nur hin, wenn wir außen rumgehen, oder? Mal schauen, ob ich zu dem Geflügel komme. Was ist, wenn das vollkommen unnötig ist? Nee, es könnte... Das müsste dort sein. Ja. Aber da kommen wir jetzt... Wir müssen das jetzt so eine Runde drehen. Nein, aber dort kommen wir sowieso, glaube ich, nicht hin. Oder? Da oben, dass du rausgehst. Ich könnte mir vorstellen, dass es ist wie... Oh Gott, ich kenne mich nicht mehr aus. Also durch das Haus, dass wir da auf der anderen Seite rauskommen, dass es so wie der Fisch ist. Also, dass wir das Fleisch brauchen? Nein, nicht brauchen, aber dass du es benutzen kannst. Mal ganz kurz schauen. Da kommen wir ja nicht weiter, das heißt, über die Kirche müssen wir gehen. Sorry, dass ich jetzt da das Ding wieder... Es ist vielleicht unnötig, was ich mache, aber trotzdem, ich möchte jetzt wissen. Ja, aber am Anger kommen wir auch nicht weiter. Naja, da gab es ja diesen Weg, also das Geheim. Naja, so geheim war das jetzt auch nicht. Da ist Geflügel. Bin kein Freund davon. Ah, da sind Reste auch noch. Können Sie beim Typ abliefern? Money, money, money. Da gibt's ja keins, wo wir jetzt wissen, ob da jetzt was war, was die mit dem oder nicht. Da kommen wir nicht rein. Speicherpunkt. Da waren wir aber schon drinnen. Ja, das ist Lucias, also der Lucia Haus, aber das ist abgebrannt. Da kommen wir gerade nicht rein. Möchten wir kurz hinschauen. Wieso schweben die Dinger da? Alter, schau da an, wie viele da oben sind. Oder sind das Krähen? Ich glaube, das sind Krähen und das sind deine fliegenden Freunde. Ich würde aber gern hinschauen. Ach Gott, hier ist. Ich weiß auch nicht, die halten auf einmal mehr aus. Muss ich nur Ausschau halten, sieht man das da irgendwo nach, gell? Den einen habe ich... Ja,
Den einen habe ich am Dackel erwischt. Ich glaube aber, du hast nur einen Schuss auf den abgegeben. Ich glaube nicht, dass der dann gleich tot war. Ich weiß jetzt nicht, wenn überhaupt, welches Dach das da. Ah. Das war mein Scharfschützengewehr, deswegen das hat jetzt nicht so viel ausgehalten. Jetzt einmal um. Da ist schon wieder. Ah, da! Das heißt, es müsste unten was sein. Oder ist, dass der so weit streut? Das fände ich aber seltsam. Ich meine, wir brauchen nur noch mal reingehen. Ist nix? Na, da ist nix. Das muss der gewesen sein. Das war beim Wagen. Da ist der Wagen. Ja, dann wird das von dem aus tatsächlich gestreut haben. Tja. Schön. Hauptsache gefunden. Genau, da ist das verbrannte Haus. Da ist eine Schmuckschatulle. Die war aber vorher nicht da. Nee. Das haben wir da schon mal gefunden. Kriegen wir einen Granatwerfer auch einmal? Interesting. Da neue Sachen. Gut, das haben wir gemacht. Hä? Ja, das ist das Erbstück. Das, was du gerade hochgehst. Ja, aber wieso haben sie das extra so gemacht? Magnum-Munition. Ich habe gehört, dass es eine Magnum geben soll. Deswegen war ich mir nicht sicher, eben das, es was wir oft... Es gibt immer eine Magnum. Ja, nein, aber was wir aufgesammelt haben, dass das vielleicht die Magnum sein soll. Ja, da kommst du nicht rein. Kannst du noch mal kurz zurückgehen? Da, entlang gehen. Ob man da runterkommt, oder was? Nein, ich habe mir gerade geglaubt, ich hätte wieder was gehört. Ist nur das Haus gewesen. War nur ein Knarzen. Ja, das Knarzen jetzt, habe ich es auch gehört. Ja gut, wir sind ja von oben runtergekupft. Damals. Ja, nein, ich glaube nicht, dass wir da nochmal reinkommen. Das ist einfach verbrannt jetzt mittlerweile. Alles eingestürzt. Ja, aber es ist trotzdem komisch. Ich finde es. Ja, da war ich eh schon, aber da kommst du ja auch nicht drauf. Und du kommst bis dahin. Das kannst du auch nicht irgendwie. Nee, geht nicht. Okay, wurscht. Aber es hat sich ausgezahlt. Auch wenn ich sehr viele Kugeln abgefeuert habe und so, und ich muss eh dann schauen, dass ich neue mache. Wo gehen wir als nächstes hin? Die Schweindeln, wollte ich jetzt schon sagen. Die Dinger haben wir auch gemacht. Ist da nicht ein Speicherpunkt drinnen? Ja. Dann gehen wir mal kurz rein und speichern. Was ist das? Was ist was? Oh! Das ist neu. Speichern. Das könnte eine... Ja, nehmen wir einen Altar. Es ist schön, was Modernes zu sehen. Yay. Wie bei Dr. Strange von wegen. Was ist das? Ist das mein Chantra oder irgendwie so? Das ist dein Wi-Fi-Passwort. 9.2.2021. Protokolliert von... NH 1135 Ankunft. Keine Anzeichen von EW. Ethan Winters, RW Rose Winters. 1210 Dorf infiltriert. Begegnung mit mehreren Biowaffen. Hinweis auf Ethan Winter gefunden. Aufenthalt von Rose unbekannt. 1310 Basis in Kirche eingerichtet. Weiteres Vorgehen. K9 Durchsuchung des Labors. Labor. Analyse der Pilzproben und Infiltration der Fabrik. Okay. Wer könnte NH sein? Welche Charaktere aus Resident Evil kennen wir, die NH als Namensabkürzung haben könnten? Ehrlich gesagt, ich bin da so lange nicht mehr drin. Und der Einzige, der mir jetzt auf die Gacken einfällt, ist der Hank. Mhm.
der Nebencharakter, dieser der Soldat von Umbrella halt eben, nur wüsste ich nicht, wie der mit Vornamen heißt. Außerdem Hank kann auch der Vorname von ihm sein, aber ja. Gut, Chris Redfield hat, also die Redfields hätten wir, der Leon Wesker. Kennedy. Genau, Wesker. Leon. Wie hat nochmal die Rebecca Chambers hat es geheißen, RC wäre das. Die was einbrechen die Asiatin. Kann. Ada Wong. Ja, die ist aber schon lang weg. Die was einbrechen kann vom ersten Teil, die Polizistin, die Stars, wie hat die geheißen nochmal, die ich so gern habt vom dritten Teil. Jill Valentine, genau. Ja, und dann hätten wir noch dann hätten wir theoretisch noch den Ex-Soldaten. Aus dem Nullerteil. Genau. Da wüsste ich jetzt nicht, wie der heißt. Und die Sanitäterin. Das ist die Rebecca Chambers, so, die habe ich mal gemerkt. Okay. Es gibt noch den Carlos. Genau, ja. Und vom Nullerteil, das war auch so ein... ach Gott. Wie hat, ja, aber das war ein ganz, die benutzen... Jimmy oder so, irgendwie hat er geheißen, keine Ahnung mehr. Alpha kann ich mir vorstellen, ist der Chris. Ja. Aber ich mag es, dass wir... dass man in alte Sachen nochmal reingehen kann und es ist was anderes da, was Neues da. So, gut, als dann, wo wollen wir hin? Theoretisch, die Händeln haben wir, das haben wir. Ja, dann können wir eigentlich... Wo waren wir? Da sind wir durchgegangen, dass wir zu den Händeln... Da war der Wagen, da sind wir nicht genau, da ist der Wagen. Da können wir jetzt durch. Sind wir unterm Wagen schon vor? Nein, du bist abgebogen, weil du zum Geflügel wolltest. Wir sind noch nicht unterm Wagen durch. Warte mal, wo war jetzt? War hier nicht mal eine Tür? Da hinten ist die Tür! Du Hühnermörder, du. Ich meine, ihr seht eh, was für ein Siebgehirn ich habe über so ein Spiel. Es ist unglaublich. Deswegen hilft es sowas zu zweit zu spielen, weil mir geht's genauso. Ich habe auch immer so ein... So, wir sind... Ja, wir sind durchs Haus gegangen. Was? War das hier? Jetzt kenne ich mich zum Beispiel nicht aus, wenn es um Orientierung geht. Ich bin durchs Haus gegangen, damit ich wieder dorthin kommen bin. Zack. Durch den Schweinestall. Genau, und da durch. Genau das. Deswegen. Ich sehe da einen. Ich sehe nur da einen, da war. Ist da auch einer? Nee. Kopfschüsse helfen? Also das Scharfschützengewehr zahlt sich auf jeden Fall aus. Ach Gott, das ist wieder, wenn er sich auflöst, oder? Jedes Mal glaube ich, irgendeiner ist neben mir. Ach Gott, Mann. Ja, weil ich schon wirklich aufgeben habe, von wegen Kopfschüsse zu machen, weil es meistens nichts bringt. Ziegenköpfe hängen vor uns. Ich meine, da könnten wir nochmal reinschauen, weil wir können zurück auch nochmal, weil das zwei Dinger sind, dass wir da vielleicht was vergessen hätten. Du bist mehr auf dem Erkundungstrip gerade, habe ich das Gefühl, als auf dem... Nein, ich möchte ehrlich gesagt alles abschließen. Ja. Ich glaube, das waren wir. Einfach nur jetzt wissen wir ungefähr, auf was wir schauen müssen. Was? Das ist... Ach du Scheiße. Oh. Toll. Das ist noch immer raus. Und dass ich. Nein, ich schaue nur, ob oben was glitzert. Da mal hinige. Aufschließen. Aufschließen, sehr schön. Sag bloß, das war's. Mm-mm. Nee.
Da ist nichts. Das gibt's doch nicht. Da müsste doch was sein. Bist du? Interesting. Ich bin ja dafür, dass wir die Schaufel mitnehmen. Hm. Kann das wirklich mit dem Dietrich zusammenhängen, dass dort ein... Eine andere Idee hätte ich jetzt auch nicht, außer wir sind so blind. Es ist nichts da. Ja. Großartig, selber schon umschauen werde ich mir nicht mehr, weil mir taugt das nicht mit der Perspektive gerade. Ja, wenn nichts ist, dann ist nichts. Gut, jetzt wären wir hier. Das war nur zum Umschauen, weil eigentlich kann man auch oben. Aber wenn ich die Viecher jetzt nicht so gern habe, aber ich lasse die Arme schweren. Passt. Ich weiß eh, die Händel, die durch abmassakrieren wie Conan der Bibliothekar, aber was, das lässt das Schweinl los in Ruhe. Und das Schweinl hat mich auch süß. Verletzt eigentlich, ne? Schweinl sind herzig, Schweinl sind süß. Wieso ist das gelb? Weil es ein Wegweiser ist, oder? Ja, das haben wir schon einmal gehabt. Irgendwo ist schon wieder einer. Da oben. Ich frage mich nur, wie wir zu dem darauf kommen. Scheiße. Kann man da wirklich nicht rein? Ich habe es noch nicht probiert, weil eigentlich schaut es so aus, als wenn wir da reinkommen. Ist das vielleicht durchgeflogen? Nö. Halt bei der Tür. Das ist gut. Das ist was da. Eine Rohrbombe. Ja, auf die vergesse ich ja auch dauernd, dass wir die haben. Von da. Das ist ein Scherz, oder? Okay. Wenn man es von der halt anderen. Also eben, ja, es sollte liegen bleiben, aber. Oh. Der regiert überhaupt nicht. Perfekter kristalliner Schädel. Na, ich hoffe, der ist wirklich was wert. Der hat gerade unsere ganze Munition verbraucht.
Ja, aber Munition ist halt eher mal schauen, dass ich vielleicht wieder mal was herstelle. Einmal. Passt. Naja, so viel weiß ich auch nicht. Na, aber wir haben wieder was. Ich hoffe nur, dass der nicht, von dem nicht allzu viele rumlaufen. Nein, ja, das hoffe ich auch. So, das war der Ding da. Da kann man aber aufmachen jetzt. Oh. Aber machen wir nicht, okay. Und da sind Händeln drinnen. Wenn ich ins Sinne. Der da. Oder? War das eine andere Tür? Nö, das war das nicht. Wo war das? Ah, dahin? War das das? Es muss das gewesen sein. Weil ich noch weiß, da war eine Kiste war drin und ich bild mir einen Händel, habe ich rumlaufen sehen. Okay, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Yay! Da haben wir ja einige Brunnen, die wir jetzt abgrasen können. Schaut aus wie Lenkradl, ehrlich gesagt. Aber man kann noch raufkrallen, genau. Das hat, glaube ich, irgendeinen Grund. Okay, da kann man von dort aus zu dem Bereich drüber gehen, sozusagen. Aber willst du zuerst noch dorthin schauen, wo wir noch gar nicht waren? Da haben da wir Händel. Ja, und ich glaube, einmal da kommen wir hin. Also in das Areal. Ist das, wo da die andere Seite verschlossen ist? Das heißt, wenn du das aufmachst, dann kommen wir... Ja, okay. So, wo wollten wir hin da? Genau. Ist das sonst noch was? Nein. Außer das ist jetzt das Haus mit dem roten Schornstein. Aber das glaube ich nicht, oder? Schaut nicht danach aus. Okay. So, da hinten haben wir was. Dietrich! Yay! Gehen wir dann gleich zum Anfangshaus, dass wir das einmal weg haben. Schau dich um! Nein, nein, hör. Ah, Ziege? Mhm. Nicht nur. Der war gut. Der Madeleine. Das deutet auf die nächste, auf die kleine Puppe hin. Auf die sprechende. Lustigerweise, nach dem Geräusch kannst du nicht hundertprozentig gehen, weil du nicht hörst, wo es ist. Ehrlich gesagt, es hört sich nicht so an, als ob es im Haus wäre. Oh, es ist eine Mühle, Alter. Dahinter. Ich hab glaubt, das fliegt schon wieder so ein Drache drin. Sehr geehrte Besucher, aufgrund der langen Abwesenheit des Geigenbauers habe ich seinen Schlüssel in Verwahrung genommen. Wer ihn braucht, möge sich bitte bei mir melden. Grüße, Joseph Simon, Gärtner des Hauses Beneviento. Ja, einen haben wir nicht. Das heißt, die Beneviento's haben ein Haus, da ist kein Schloss oder sowas, aber ein Haus. Ja, jetzt machen wir das mit dem... Den Dietrich noch einsetzen? Ne, dass wir da raufkrallen und drüben das Areal frei machen, oder? Geht auch. Also wir haben jetzt einen Dietrich bekommen. Unten wäre da die Möglichkeit, oben
in irgendeinem der Häuser. Ja, da müssen wir jetzt wieder alles, warte mal, da müssen wir darauf. Ja, dann machen wir das gar. Es wäre einfach nur, dass man einen Dietrich bekommt. Nein, passt schon. Und da können wir auch den Kurbel einsetzen, dort gleich, die Brunnenkurbel. Mal gucken. Hallo Schweindi, wir sind... Oh, ist weg. Da hinten sind die Kisten. Es bringt wirklich das Areal öfter abzugehen anscheinend. Das muss aber eine neue Kiste sein. Hm. Weil, dass wir das am Anfang... Vielleicht haben wir es auch vergessen. Wir hatten vielleicht kein Messer am Anfang und konnten es nicht zerstören. Hm, ja, auch eine Möglichkeit. Ah, so, da. Genau, da rein. Ich jetzt langsam sicher, ist unser Inventar wirklich voll. Wir sollten auch unbedingt zum Duke einmal gehen. Scharfschützenmunition. Warum nicht? Es hört sich lustiger an. Ist das Schwein, dass das ist? Ich weiß es nicht. Ich will es aber ehrlich gesagt jetzt gar nicht wissen. Und siehst du, der drübere Bereich ist auch wieder weg. Genau, und wenn du aber da... Dass wir durch ein Ding gehen, dass wir in der Kurbel... Hallo Schwein, lass du mich vorbei. Danke. Noch ein Dietrich. Gut, Brunnen. Da oben ist ein Brunnen. Genau, da oben ist ein Dietrich. Da ist nichts. Da kommt man nicht rein. Da ist ein Dietrich. Genau. Wie schaut's aus? Ja, warte mal, wo, wie, was, wann? Da kommen wir, glaube ich, ja. Gehen wir von. Ja, also das müsste eigentlich funktionieren. Das ist eine Sackgasse. Das ist die Fabrik, würde ich mal sagen. Werkstatt, ja. Die haben wir ja aufgemacht, da können wir dann später auch hin. So, da kommen wir jetzt aber nicht weiter, aber da können wir reingehen wegen einem Dietrich. Und da ist auch ein Brunnen daneben. Genau, ja, okay. Schauen wir mal gleich dort hin. Ist es da? Ist zwar cool gemacht mit dem, wenn du von draußen reinkommst, dass sich deine Augen erst dran gewöhnen müssen, aber es ist trotzdem ein bisschen, auf dem kleinen Fernseher halt eben. Ist ein bisschen schwierig. Also. Da sollten. Ja, okay, da sollten Brunnen sein. Hey! Wir haben ja schon die Statue, also den Körper. Ja, verbinden, so drauf. Ja. Kombiniere. Okay, aber da können wir keine Augen drauf geben. Aber das wird jetzt sicher wertvoller sein, wenn wir es verkaufen dann. Kann schon sein. Holzziege. Warte mal kurz. Da ist... Zack. Okay, da fehlt eben... Bei ihr fehlt noch der Kopf. Mhm. Passt. Oh, als nächstes. So, da ist ein Brunnen. Kommen wir da rauf. Da geht's nicht rauf. Da müssen wir wieder hinten rumgehen. Da gibt's eh auch noch einen Brunnen. Wir machen die Brunnentour. Aber warte, ich würde mal sagen, wir gehen mal kurz. Wie spät ist es? Genau, von der Uhrzeit abhängig machen. Wir haben 46 Minuten, das heißt 10 Minuten haben wir auf jeden Fall. Machen wir noch die Brunnentour und dann gehen wir zum Kaufmann. Hoffentlich wird da nichts getriggert. Ich glaube nicht. Ich hoffe es nicht. Weil das nächste Story-Element ist das Haus mit dem roten Schornstein. So they say. Goodie.
Mit zwei Fassungen. Alter, was haben die für Dinger da? Ich kann es nicht fassen. So. Genau. Ganz rauf, oben rechts. Okay. Schon wieder die Flugviecher, oder was? Genau. Da war da gleich noch einer. Siehst du nicht? Was? Der lebt noch? Drei Schuss! Ich meine, ich weiß schon, das ist ein Streuding und sowas, aber... Seite. Ja, kommen wir da überhaupt hin? Ich meine, ich habe was gehört. Hat sich nach einem Schwein die angehört? Ja, irgendwie so in der Richtung, ja. Hä? Du bist jetzt aber ganz woanders. Ja, ja, weil ich nicht... Da ist abgeriegelt, da ist abgeriegelt. Kann man von der anderen Seite... Entweder durchs Haus, entweder durchs Haus oder... Ja, das eine, das Gebäude, das da daneben steht, da. Da, da, durch die Hütte. Das kann nur durch das sein. Ja, da ist ein Schwein, die... Tu uns nichts. Drei Rohrbomben. Hey, hey, hey. Tu uns nix. Na, aber wenn's mich attackiert, was? Ja, dann weiß, dann wehrst dich dagegen. So, das haben wir erledigt. Ja, dann sind wir jetzt... Also, den Brunnen haben wir erledigt, genau. Da haben wir den Brunnen weg. Da gibt's noch... Ja, eben da übers Ding gehen. Da hätten wir noch genau. Ein Vorhängeschloss. Da haben wir noch ein graues Gebäude. Hier. Das da genau. Meinst. Ja, kommt man da überhaupt rein? Ja, da sind wir reingekommen. Das haben wir geöffnet, aber sind dann wegen dem Dietrich erst einmal abgebogen. Aha, okay. Also wir noch haben noch genug zurück. Zum Auskundschaften da. Also noch einmal, pass auf, noch mal zurück. Wir rennen, gehen wir jetzt, wir müssen eh noch mal zur Kirche auf jeden Fall. So. Ich möchte nur kurz verkaufen. Ja, die Frage ist, ob wir jetzt nicht dann Cut machen und beim nächsten Mal weitermachen mit dem Auskundschaften. 50 Minuten. Mhm. Du willst dich nur umsehen, tu dir keinen Zwang an. Dein Magen knutschen. Jetzt auf einmal hast du Hunger. Beachte mich gar nicht. Das behalten nicht. Wir. Das auch, weil es zwei Fassungen hat. Die Holzziege können wir verkaufen. Geflügel, Fisch. Passt. Für sowas gibt man gerne sein Geld aus. Hm. 160. Ah, wir machen 105. Na, plus 30. Wir machen 180 Schaden. Wenn du auf Feuerkraft gehst. Mhm. Auf 170. Das heißt, die müssen zweimal steigen, damit die besser ist als die vorige. Das ist halt immer Chance. Da haben wir Nachladegeschwindigkeit, Magazingröße. Mhm. Und wenn ich nach dem gehe, gehen sich noch zwei Waffen aus. Links halt eben. Ja gut, wir wissen noch irgendwas für Granaten kommt. Mhm.
Und ja, die und Magnum. Die Magnum. Theoretisch könnte man hergehen und die verkaufen. Wenn man die upgradet. Ja. Stellt sich nur die Frage. Man auch die ganze Munition, die noch drin ist, oder wird das wenigstens dann rausgenommen? Weil das fände ich schade, wenn die. Naja, das sollte eigentlich schon sein. Ich schau mal ganz kurz: Pistolenmunition, Flintenmunition, Scharfschützen. Lemme ist 33.000 wert, die ist 25.000 wert. Naja, immerhin, da kriegst du ein bisschen was zurück. Mhm. Ist was fürs nächste Mal. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Koffer. Freund. Genau, dann waren noch die Upgrade-Sachen. Wobei, lustigerweise, das mit der Reichweite, ich kann mir vorstellen, dass das später sogar sinnvoll sein wird und dass du es brauchen wirst, weil da irgendwas weiter weg ist. Aber jetzt gerade finde ich es eigentlich ganz okay. Ja, nein, das ist etwas, was... Da kann man dann auch in dem Fall, wenn es sogar ist, sagen, okay, ich lade nochmal und kauf's mir schnell und dann weiter. Gut. Schönen Tag. Ist das die Lemmy? Ja, okay. Also du willst speichern, hast gesagt. Hätte ich gemeint, ja. Und du noch gar... Was ist das? Ah, das ist die Magnum-Munition. Ja, ich weiß nicht, ist das der Wind oder was ist ja, das? Ja, es hört sich gerade voll an, als ob es draußen stürmen wird. Weil ich glaube, er stellt sich eh jedes Mal um, sobald ja, ich rausgehe. Ja, weil das ist jetzt schon das wievielte Mal, dass du das machst. Objekte Stab. Gut, habe ich... Nein, habe ich noch nicht. Gut. Ja, das war heute ja, mehr nein, eine... Nein, wir sind nicht einmal... Also, ich weiß es nicht, man kann ja wirklich sagen, dass kürzer ist, weil es ist, wir sind über 50 Minuten. Ja, das war heute mehr eine Erkundungstour und Sachen, die noch offen waren, fertig machen, statt dass wir die Geschichte weitergespielt haben. Aber naja, okay. Wir haben nächstes Mal, wie gesagt, wir haben nächstes Mal auch noch immer was zum Tun. Ah, da ist nichts. Hätte ja sein können. Weil wir haben jetzt... da übers Dachl müssen wir noch gehen, da hätten wir halt eben noch ein Geflügel... Ich weiß nicht, vielleicht, ich glaube es aber nicht, dass ich off-camera die Schweindl massakriere. Muss ja nicht sein. Also da müssen wir noch drüber, damit wir da alles aufmachen. Genau, da müssen wir hin. Aber in dieses Haus kommen. Müssen wir noch hin, da drüben haben wir auch noch einen. Schlüssel. Und dann wird das hier das Haus mit dem roten Schornstein sein, oder? Das wäre rechts, das sieht man von da nicht. Da. Nee. Ich verklick mich. Ja. Ja, das ist das Haus. Also sollten wir als erst das da machen. Genau. Ja. Na, war okay. Auch wenn ich teilweise auch wieder einiges verfetzt habe. Also der eine da, dieser Leech King oder was immer, das war Zombie da oder Werwolf, der war schon ein bisschen heftig. Lustigerweise, ich weiß noch, in irgendeinem Testvideo habe ich gesehen gehabt, wo einer ein Dynamit geworfen hat, so eine Rohrbombe und den Arm hat zerfetzt, aber man weiß nicht, wie oft er vorher ihn angeschossen hat oder vielleicht hat er so leicht gespielt, die Person. Also, weil deswegen habe ich mir dann gedacht, ah ja, ich hab eine Rohrbombe, werfen wir die einmal. Ne? Ja, die Flugviecher, wie gesagt, dass die auch auf einmal mehr aushalten. Ja, von mir aus. Aber schön, dass wir jetzt da eben mit dem Radl sehr viel bekommen. Dass wir überhaupt so sehr viel auf einmal kriegen. Das Einzige, die Dietriche halt eben das Zarte ein bisschen. Ja, aber mittlerweile haben wir da auch eigentlich nur noch diesen einen offen. Ansonsten haben wir alle Dietriche erledigt. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Schaut so aus. Ach, ja, was immer da drin war, kommen wir eh nicht mehr zurück. Hm. Wobei ich es lustig finde, dass das dann noch immer sichtbar ist und da ist offen, da ist zu, da ist zu, da hast du was vergessen. Aber wer weiß, vielleicht kommen wir dann noch einmal dorthin. Und theoretisch vielleicht ist dies das... Na, Blödsinn ist das nicht, das vom Geigenbauer. Mit der Geige, aber warum wird da nicht angezeigt, dass da ein Schlüssel fehlt? Weil ich es nicht untersucht habe. Ja. Weil ich nicht dort war. Na passt, das heißt, wir haben im Grunde genommen nur einen einzigen Weg. Ich nehme mal an, dort werden wir dann einen Schlüssel kriegen für den Geigenbauer. Mhm. Ja. Na, aber das soll es gewesen sein mit Folge 8 von Resident Evil 8 Village People für die PS4.
Wir hoffen mal, es hat euch Spaß gemacht, uns zuzuschauen bei dem Ganzen. Wir haben Spaß gehabt beim Spielen und wir wünschen euch natürlich wie immer einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr diese Folge sehen solltet. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal wieder. Mensch, bleiben, gell, tschüss. Papa und Mahlzeit.